Hallo Leute zu meinem YouTube-Kanal Technikheld. Ich zeige euch heute mein erstes Arduino-Tutorial. Arduino LED Blink. Man braucht dazu einen Computer, einen Arduino Uno in meinem Fall hier, ein Kabel zu USB zu Arduino. Hier eine LED-Farbe nach eurer Wahl. Ein Widerstand, ein 220 Ohm Widerstand. In meinem Fall. Ich habe ja jetzt zwei Jumper-Cables. Ein gelbes und ein orangenes. Hier habe ich zwei Jumper-Cables, ein rotes und ein schwarzes für die Stromversorgung. Hier ein Arduino, ein Breadboard und das hier ist so ein Holzbrett. Das habe ich mir gebaut. Da habe ich alles zusammen, wie im Arduino Starter Kit. Hier ist aber auch keine Produktplatzierung oder so. Ich werde hier nirgendwo von jemandem gesponsert und jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze aufbaut. Hier, ich nehme das jetzt hier in meinem Fall, zwischen hier, der lange Pin hier, kann man das sehen, das ist der Pluspol. Das kurze Bandchen ist der Minuspol. Der Pluspol steckt jetzt bei meinem Fall auf 15, der Minuspol auf 16. Also, das sind unsere zwei Pole. Und beim Minuspol, der auf 16 steckt, da muss man jetzt den 220 Ohm Widerstand hier so biegen. In die richtige Form bringen hier. Das sehen kann so. Ich mache das jetzt so. Und dann nehme ich den so und stecke den so rein. Also hier jetzt bis zur 21 in meinem Fall hier. Das kann man sehen. Dann nehme ich ein Jumper-Cable, stecke das, das war der kurze Jumper-Cable und stecke das in die Minus-Reihe. Und den Pluspol stecke ich da rein, dann zu Pin 13 am Arduino. Pin 13. Jetzt fehlt aber unsere Stromversorgung. Dafür haben wir diese zwei Jumper-Cables. Die werde ich jetzt hier einmal kurz auseinander machen. So, hier zwei Jumper Cables. Das eine muss auf plus 5 Volt und auf die Plus-Reihe. Das andere muss auf Ground. Könnt ihr sehen, hier auf Ground und auf die Minus-Reihe. Und unsere Schaltung ist hiermit auch schon fertig. Der Pluspol geht zu Pin 13. Und über den Widerstand geht der Minuspol von der LED auf den Minuspol. Über den Widerstand auf dieses übers Jumper Cable auf dieses Breadboard Reihe. Dann diesem Kabel auf Ground. Das Kabel bringt uns hier gerade gar nichts. Der Pluspol von der LED geht auf Pin 13. Und jetzt stecke ich den Arduino mal an. Und wenn man den Arduino kauft, dann ist dieses Programm schon drauf. Ich stecke das jetzt hier mal ein. So, eingesteckt in meinem Arduino. Dann halte ich das mal. Dann stecke ich das hier mal in meinen Computer rein. Kann man das sehen? Ja, mein USB-Port. So, das ist falsch rum. Jetzt hat mein Computer den Arduino erkannt. Kann man jetzt hier im Bild sehen. Die LED blinkt schon. Das ist der Sketch, der schon vorhanden ist auf dem Arduino. Und jetzt zeige ich euch hier im Display, kann man das sehen, den Programmcode. Hier steht die Zahl, hier steht Volt Setup, Pin Mode, LED Pin. Output, das ist ein Output, der Pin definiert. Hier Void Loop, Digitalwert, LED, Pin, High, also an. Und hier zeigt es an, dass es genau 1000 Millisekunden der LED an sein soll, also eine Sekunde. Digitalwert Low, also 1000 Sekunden aus. Und hier steht der Void Loop und das heißt, dass sich das immer wieder wiederholt. Und die LED blinkt, das kann man hier auch einmal. Hier muss man natürlich, dass man es drauf lädt, hier auf Werkzeuge drücken, das Board auswählen. Am Anfang ist es schon der Arduino Uno.
Und der ist bei mir auch eingestellt. Dann kommen drei. Da muss man dann drauf drücken. Dann hat man den Arduino. Dann drückt man hier auf Hochladen. Und dann sieht man da, dass der Sketch jetzt einmal uploadet. Das dauert immer ein bisschen. Das ist aber normal, weil er kompiliert. Und jetzt hat das gleich geschafft. Dann schaut ihr mal auf RX und TX. Und jetzt sieht man, dass die LED auch wieder blinkt. Ist jetzt nur das gleiche Programm nochmal draufgeladen. Und dann ciao, bis zum nächsten Mal.